Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Jöni hier und herzlich willkommen zum nächsten Days Gone Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Gestern kam mir das große 1-Stunden-Special online, aber heute wird die Folge definitiv kürzer werden. Vielleicht auch nur 20, 30 Minuten, denn ich werde heute Abend eventuell noch auf dem Kanal hier live streamen. Es kommt nämlich ein cooles Fortnite-Live-Event. Ich weiß noch nicht zu 100%, aber wenn ihr dieses Video gerade seht, geht mal auf viel Gaming TV. Vielleicht bin ich gerade am Livestreamen, Leute. Wollte ich euch nur Bescheid gegeben haben. Das war zu krass, die letzte Folge gestern, wo wir die Lisa gerettet haben. Ich verstehe nicht, warum zeigt er mir nicht diese Abkürzung an? Guck mal, das Navi. Das Navi will, dass ich komplett außen rum fahre. Aber ich fahre einfach mal diesen Weg hier lang. Hörst du mich? Hot Springs to Deacon St. John. Saka, ich höre dich. Ich dachte, du wärst längst zurück. Hast du Lisa gefunden? Nein, Tuck. Nein, die Ripper haben sie übel zugerichtet. Und wir haben sie ans andere Camp gebracht. Nicht geschafft. Verdammt! Wir brauchen sie! Jetzt wird das Grab noch länger dauern. Sieh es mal positiv, Tuck. Ein hungriger weniger. Du gehst jetzt da raus und holst mir ein paar. Sonst gibt's hier bald keinen mehr zu füttern. Tucker, Ende. Stattdessen, was sie sagt, die Arme. Ich kümmere mich darum. Die Arme, Alter, ist gestorben. Wir hätten sie gebrauchen können. Die Klappe halt, ne? Ich kann die überhaupt nicht leiden, irgendwie, diese Frau. Ich weiß nicht warum. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das 1-Stunden-Special kam super bei euch an. Vielleicht werde ich das auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall nochmal machen, Leute. Aber erst in den nächsten Tagen. So, eigentlich ab jeder 10. Folge wollte ich das machen. Aber ich habe es schon für euch ins Voraus gezogen. Okay. Was macht jetzt unser Kollege da oben? Niemand hat das vorausgesehen. Story-Mission. Ruh dich aus. Warum habe ich das Gefühl, dass irgendwas gleich passieren wird? Wo ist denn unser Kollege? Digga, ich sehe den nicht. Wo ist der hin? Wo ist der? Ist der auf Jagd gegangen? Ich weiß es nicht. Aber erstmal ruhen wir uns aus hier. Wenigstens haben die ein Bett. Aber ich könnte hier niemals schlafen, Leute. Weil, keine Ahnung, Alter. Hier kann nur jeder rein, alles. Ich würde mir so unruhig hier vorkommen. Vor allem, weil auch die Lichter und so... Sie kommen! Sie kommen! Sie werden... Sie wollen... Nein! Gleich haben sie mich! Oh, Scheiße, sie werden... Bruder, was ist los? Nein. Wie kommst du hier rein? Wow, 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 wow! Bleib da sitzen! Der hat irgendwelche Drogen genommen. Ich bin Stieg. Jetzt mal ganz ruhig. Ja, lass uns reden. Ich bring dich um. Alles gut. Gib mir das Gewehr! Los, gib mir das Gewehr, Mann! Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Buse, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße, aber Scheiße. Du hast sie Nen gehört, Scheiß habe ich gehört, Buse. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Buse. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts. Los, wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Oh, das sieht nicht gut aus, Leute, Alter. Guckt ihn euch mal an. Fuck, geh mit Buse zu deinem Bike. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Also, ich dachte, da wäre was. Weißt du? Langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ich weiß. Das ist schon echt hart, Alter. Der Arme, wir haben dann erstmal diese, wie heißt der Teenummer? Ich konnte sie hören. Lavendel. Lavendel. Sie waren in meinem Kopf. Ja, ist mir schon klar, Digga. Nur noch ein paar Stufen. Der arme Buser. Er ist der größte Buser. Danke, dass ihr alle gestern auch auf das Werbevideo geklickt habt, Leute. Weiß ich echt zu schätzen. Danke für euren Support. Ich kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Okay. Setz dich aufs Bike, Digga. Buser, setz dich aufs Bike. Ich weiß. Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt. Jetzt fahr ich allein. Warte. Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Ach, guck mal, der Sonnenuntergang. Eine kurze Fahrt, Buser. Dann kriegst du den Kopf frei. Ist das Sonnenaufgang? Was? Ich glaube, Sonnenaufgang. Ja, okay. Das ist gut. Luft, okay. Boah, nach Lost Lake, Digga. 1,8 Kilometer, Mann. Uff. Wohin? Fahren wir? Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja. Geile Musik, Mann. Ich,
Erinnert irgendwie an The Walking Dead, ne? Die Highways waren vollgestopft mit Autos. Da waren so viele Leute. Alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Boozer. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Musa. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Weil wir kämpfen. Für Nein. unsere Frauen, für unsere Frauen. Weil was zur Hölle sollten wir sonst tun? Ja. Ja. Oh, Scheiße, jetzt kommt hier eine Musik, Mann. Das ist safe Copyright. Da, na, 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 na. Genießt die Musik, Leute. Denn es könnte das Ende sein vom Let's Play. Das Video kann gesperrt werden. Achtung, Leute. Ja, wenigstens kämpfen die zwei. Ey, was ist das denn? Das ist wichtig, dass die zwei kämpfen. Denn was wird es für einen Sinn geben, wenn die sich jetzt einfach umbringen würden? So, ich würde auch mal gerne wissen, was ist da zur Hölle passiert? Wie ist das Ganze überhaupt ausgebrochen? Wie ist das alles zustande gekommen? Bei Walking Dead haben wir es auch nicht herausgefunden. Boah, ist echt ein cooler Song, Mann. Ich krieg Gänsehaut, Alter. Fuck. Tut mir leid, dass ich dazwischen reden muss. Aber ja, YouTube wird immer schlimmer, was sowas angeht. Man darf keine Songs mehr abspielen, ohne dass das Video gesperrt wird, ohne dass man einen Strike kriegt. Ich verdiene ja sowieso schon kaum was mit dieser Let's Play-Reihe, Leute. Aber wenn dann noch so ein Song kommt, dann ist das absolut nicht gut. Kann ich nur mal so gesagt haben, Leute. Deshalb, damit ihr Bescheid wisst. Aber ja, mir macht... Also ich bin ehrlich zu euch, wenn mir das Let's Play nicht so einen krassen Spaß machen würde und euer Feedback nicht so sein würde, wie es ist, würde ich es auch nicht weitermachen. Bin ich ganz ehrlich. Was ist das denn? Was hat hier vibriert gerade? Ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt dahin und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, Freunde, wir sind da. Digga, diese Musik hat mir so eine Gänsehaut bereitet, ne? Das ist so ein schönes Lied, muss man wirklich gesagt haben. Was ein schönes Lied. Erinnert mich bei, wisst ihr noch, bei Red Dead Redemption, Arthurs letzter Walk. Many miles we walk. Oh, Speed, Alter. Also mit Musik hat man mich sofort überall, egal wo. Was machst du da? Eine Lavendel drücken. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte nach... Lol, er schneidet seinen Bart? ...Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Peek. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Wenn er das sagt... Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergisst er nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbeikommt... Ja, ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Ich bring niemanden um. Alles gut? Alles bestens. Du musst unbedingt gesund werden, Leute. Das ist echt nicht gut, ey. Tut mir richtig leid. Oha, was ist das denn? Ich bringe niemanden. Begib dich zum Lost Lake Camp. Bringe niemanden um. Entdeckung. Wenn du entdeckt wurdest, suchen deine Gegner dich an dem Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Um nicht geschnappt zu werden, solltest du dich versteckt halten. Zum Beispiel in einem Mülltonnen in einem hohen Gras wegschleichen. Oder wegschleichen. Okay. Ich bringe niemanden um. Okay. Dann sollten wir versuchen... Hier können wir auf jeden Fall durchziehen. Hier sind ja keine. Okay. Na super. Wie sollen wir da rüberkommen? Wir könnten die versuchen. Oh, ich hätte Angst, dass jetzt hier gleich Krokodile kommen. Krokodile! Ein Stein. Das ist ein Stein der Weisen von Harry Potter. Da draußen ist doch was. Siehst du was?
Ach du Scheiße, okay. Jetzt müssen wir von hier da rumkommen. Oh nein. Wir müssen jetzt richtige Dribbelaktion machen wie Neymar. Ich schwöre, da war was. Was ist da? Nein, Digga, nein, nein, nein. Ey, warum? Irgendetwas geht hier vor. Safe, ich werde jetzt gleich gesehen. Fuck, fuck, fuck. Oh nein! Warum? Wie hat der mich denn gesehen, ey? Beim Schleichen bin ich nicht so gut, Leute. Komm, einen Versuch machen wir noch zusammen, okay? Der hat bestimmt jetzt hier gespeichert. Einen Versuch machen wir noch zusammen. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg war. Da hätten wir links rumgehen sollen. Okay, immerhin haben wir hier gespeichert, korrekt. So, wir machen es jetzt ein bisschen anders. Und zwar werde ich den Stein nehmen. Und den Stein werde ich jetzt hier hinwerfen, dass die Frau sich darum dreht. Dann werden wir ganz easy über die Seite gehen. Oh, guck mal, da oben sind auch welche, ey. Niemand ist hier. Okay. Ich denke mal, meint ihr, wir können hier rechts hoch? Das würde ich jetzt mal gerne wissen. Missionsgebiet wird verlassen, okay. Also hier geht es anscheinend nicht hoch, deshalb müssen wir hier bleiben. Schade, dass wir niemanden anfassen können. Oh, shit. Was zum... Oh, oh, au! Hier ist jemand. Fuck. Oh nein. Was war das? Hä? Hier ist doch was. Alter, richtige Dribbelaktion wie Neymar hier, Alter. Willst du mit durchgeknallten Arschlöchern Frieden schließen, die sich aufschlitzen? Okay. Abschaum ist nicht zu trauen. Abschaum sind Menschen keine. Unmöglich, kann nämlich da hinten sehen. Nicht so. Skizzo hat recht. Diese Arschlöcher verstehen nichts als Gewalt. Okay. Sie unterzeichnen Friedens- ich will das jetzt schaffen mit euch, Leute. Ich will das jetzt gemeinsam schaffen mit euch. Alter, was ist das für ein Camp hier? Neymar, wie läuft's denn so? Hat er gesagt, Neymar, wie läuft's denn gerade so? Ja, Bruder, ganze Familie dort. Ich hab da jemanden gesehen. Der kommt nicht ernsthaft hier hin, oder? Verdammt, da war jemand. Hier ist was. Oh, Scheiße. Ja, Bruder. Das hat doch die ganze Welt gehört, wie der in die Mülltonne gefallen ist. Heilige Scheiße, okay. Wie sollen wir uns bitte an denen allen vorbeischleichen? Sag mir das mal. Das ist ja mal gerade echt hart, ne? Vor allem, wenn ich jetzt hier rauskomme, der Typ sieht uns doch sofort. Wir müssen das irgendwie schaffen, ey. Ja, aber die labern jetzt. Scheiße. Ja, Beste. Ja, wurden entdeckt. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Okay, Leute, ich glaube, wir müssen uns irgendwie hinter die vorbeischleichen. Anders fällt es mir leider nichts ein. Oh, ich hätte so Paranoia, wenn ich der wäre. Sag mal ehrlich, ich würde so Paranoia haben. Okay, wir müssen irgendwie da hinkommen. Oh Gott, da sind auch noch welche. Wir müssen hier durch die Bücher durch. Bewegen die sich? Ne, die labern. Okay, ich hab was gesehen. Oh, ich hab was gesehen. Niemals. Oh, Scheiße. Iron Mike. Skizzo, den Dreckskerl. Oh, shit. Die wurden abgeschlachtet, Mike. Abgeschlachtet. Das Einsammeln der Leichenteile hat Stunden gedauert. Ich wollte okay, sie jetzt sollte es eigentlich recht easy sein. Es ist Carlos und du weißt es. Boah, die Gebüsche sehen so realistisch aus. Oh mein Gott, das fällt mir erst jetzt auf. Guckt euch mal das Gebüsch an, Digga, das sieht so echt aus. Was ist mit der nächsten Gruppe? Heilige Scheiße. Verdammt, Carlos greift bereits. Der hat die Stimme von dem einen von aus Uncharted. Das ist noch nicht sicher. Oh shit. Oh shit. Boah, jetzt wird's hart, glaube ich. Jetzt wird's verdammt nochmal hart. Oh, seit wann hörst du denn auf diesen Spinner kaufen? Digga, wir müssen durch ein ganzes Camp hier durch, Anta. Ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Okay. Was machen wir, Leute, Mann? Die können wir niemals beide ablenken. Hier können wir auch. Wir könnten warten, bis die da durchgehen. Und versuchen uns. War doch was. Oh, oh. War doch was, wer hat das denn gesagt? Der Typ hat echt Eier aus Stahl, ne?
Hier müssen wir. Boah, sind nicht hier. Guckt euch mal das Gebüsch an, bitte. Bitte guckt euch das Gebüsch an. Das sieht so krass aus. Du weißt, Eddie hasst es, wenn du dich in ihren Kram einmischst. Wenn der mich jetzt entdeckt, ich muss alles von neu machen. Ich flippe aus. 6, 5, 4, 3. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Wo reinkommen? Hier? Ist doch easy, Alter. So, guck. Ganz easy. Mich sieht doch keiner. Das war's. Wir sind drin. Still die Antibiotika. Ah, okay. Wir sollen, damit wir unseren Kollegen heilen können. Hier ist das Antibiotikum. Perfekt. Aber es war nicht easy, Leute. Ich bin ehrlich. Ich habe 4-5 Versuche schon gebraucht. Heilige Scheiße. Meine Freundin hat sich jetzt eine neue Kamera zugelegt. Die sieht übertrieben geil aus. Die müsst ihr mal sehen, Leute. Hi, Ricky, geht mal auf ihren Stream, auf Twitch. Ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich finde allein raus. Was machst du auf meiner Krankenstation? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh mein Gott. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Die hat uns ja geholfen. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Busa ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Wir müssen aufeinander aufpassen. Was eine Grafik, Alter, das ist doch nicht normal. Haben wir nicht. Ey, das ist ja alles. Leute, die PlayStation 5 kommt bald raus, Digga. Das wird Let's Play auf Next Level sein, Digga. Ihr werdet mich jede Folge hier so sehen. Ich werde komplett ausrasten. Komm, ich nehme dich mit. Ehre. Wo fahren wir hin? In den Puff. An das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Na, jetzt sind alle voll korrekt, die sagen nichts. Was nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Jetzt muss uns die auch noch fahren. Okay, dann fahren wir mit ihr mit. Also, ich freue mich so abnormal auf die PlayStation 5. Ja, meint ihr, Leute, irgendwann Virtual Reality Spiele werden die Realität ersetzen, Alter? Ich bin echt gespannt, Digga. Bald ziehst du einen Helm an und es sieht einfach und so real aus, du bist im Urlaub. Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht, sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kam ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da wow. draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper. Wow. Du hast die Wahl. Was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Dick. So sieht's aus. Das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Guck mal beim Fahren, wie das Gras da hochgeht und so. Ey, das sieht. Oh mein Gott, der sieht schon so am Arsch aus. Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Oh, Gott, am Schwitzen ist. Tamalo? Ja. Vom Tamalo zum Lost Lake? Ja. Ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Busa, alles klar? Alles schick. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was soll ich tun? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Bei WhatsApp oder was? Biker Boys.
Die härtesten Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Eddie. Komm schon. Komm schon. Yeah. Das kann ich allein. Der arme Mann, der Boozer muss wieder fit werden, ey. Ich hoffe, dass er nicht stirbt, Alter. Der Arme hier, der Deke, sucht seine Frau, seinem Bruder geht's nicht gut. Ist echt nicht gut, Alter. Fahre nach Lost Lake zurück. Komm rauf, Ricky. Ricky, sag ich schon. Boozer. Boozer, er ist der Größte. How many miles we walk. Ja, der Soundtrack bei Red Dead Redemption war zu nice, ne? Sie würde sich deinen Arm mal ansehen. Dann kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen. Du hast gesagt... Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Ist echt besser so, ohne Witz. Weil wenn er da die ganze Zeit so halb tot, sag ich mal, unterwegs ist, das ist auch nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. So wird er hoffentlich jetzt geheilt werden, dann können wir mit ihm gemeinsam wieder auf Reise gehen. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Das hört sich nicht gut an. Ob er uns bleiben lässt, ist die andere Sache. Begleite Ricky. Okay. Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper. Südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Auch Lisa haben die ja übel zugerichtet, ne? Leute, war kein krank. Verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Wir machen die Mission auf jeden Fall noch heute zu Ende, Freunde. Ich weiß nicht, ob irgendwas kommen wird, aber ich glaube, jetzt gehen wir zu diesem Mike. Mal gucken, was der sagt. Oder? Wo sind wir hier? Es gibt unterschiedliche Camps. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht. Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, was er... Genug jetzt. Und du? Du steckst das Ding weg. Mike, Deacon war der mir das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt.
Sicher, Mike. Wie du meinst, ich bin dabei. Komm mal mit. Iron Mike. Traue dir nicht. Hau bloß ab. Der denkt einer auf International Football Star, Alter. Und gleich der Iron Mike. Hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut. Optionaler Dialog steht da. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Das sollten wir uns aber anhören, nicht überspringen. Wer ist die Kleine jetzt hier? Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe wegen der Sache mit Tucker. Ist das nicht dein Job? Wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, hm? Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Boozer war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter. Ein Neuanfang? Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Ja. Und somit haben wir die Mission abgeschlossen. Heute mal ein bisschen ruhigeres Let's Play. Einen auf James Bond und sowas. Aber trotzdem mega viel Spaß gemacht. Wir haben ein neues Design freigeschaltet für unser Motorrad, das können wir vielleicht mal verwenden. Und ja, Leute, lasst alle an dieser Stelle einen fetten Daumen nach oben da und wir sehen uns damit bei der nächsten Mission wieder. Sprich mit Eddie. Da werden wir mit ihr reden und dann wird es weitergehen. Ich denke mal, morgen wird die Folge online kommen, am Sonntag. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst einen Daumen nach oben da. Eventuell werde ich heute, wie gesagt, streamen, deshalb schaut alle vorbei. Ich bin raus, Freunde. Haut rein und ciao!